Guten Abend, liebe Stuttgarter. Ich darf Sie alle recht herzlich grüßen von Mut. Mut ist eine Bürgerinitiative im Markgräfler Land, die sich mittlerweile mit vielen anderen Initiativen zusammengeschlossen hat gegen die Planung der Bahn. Die Bahn will uns eine Gütertrasse durch Deutschland bauen. Mittlerweile haben sich sehr viele Anrainer vom Meer bis ans Meer zusammengeschlossen und haben ihre eigenen ordentlichen Trassen entwickelt. Bei uns im Markgräfler Land sind die schon teilweise durchgegangen. Ich wollte Ihnen kurz mein erstes Erlebnis mit Stuttgart-Gegnern, Stuttgart-21-Gegnern erzählen. Der Herr Grube war frisch, der Bahnchef, kam nach Bad Krozingen zu unserer Veranstaltung. Wir haben uns sehr gefreut, er steigt aus dem Auto, wir alle voller Erwartung. Unser Wunsch ist es, die Trasse in den Boden zu legen. Rechts und links von mir schreit jemand, oben bleiben. Ich war schockiert, guck nach rechts und links und sag, hey, ihr seid auf der falschen Party. Das war mein erstes Erlebnis mit Stuttgart 21 Gegnern. Wir sind seit 10 Jahren dabei und ich möchte euch sagen, macht weiter so, es ist sicher nicht umsonst. Unser Anliegen, warum wir heute hier sind, wird Ihnen der Herr Engler erzählen. Alles Gute! Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Eigentlich sind wir ja herzlich willkommen. Wir sind heute schon super begrüßt worden von euch Stuttgarter. Vom Ministerpräsidenten sind wir nicht ganz so freundlich begrüßt worden, aber das ist vielleicht in der Sache drin. Ich hoffe, ihr versteht Badisch. Ja, Walter Mossmann hat ja gesungen. Auf dem Land hätten wir für solche da oben das eine oder andere im Gepäck. Was wir im Gepäck haben, ist einfach im Moment ein bisschen Wut. Wir sehen, dass das Atomkraftwerk, das man schön von der Bahn aus sieht, wenn man durch die Rheinebene fährt, dass das einfach nicht abgestellt wird, dass es eine riesige Bedrohung ist. Ihr in Stuttgart werdet das auch mitkriegen, ihr seid 155 Kilometer weg. Wenn der Wind wie meistens von Südwesten steht, dann sind wir absolut im Einzugsgebiet. Warum wir hier sind, hat Gabi zum Teil schon gesagt, uns ist ganz wichtig, vielleicht ist es bei uns auf dem Land, auf dem flachen und hügeligen Land noch wichtiger, dass man sich vernetzt, dass Stadt und Land zusammenkommen, dass Baden und Schwaben zusammenkommen, damit die da oben sehen, sie können nicht gegen das Volk die Sache durchsetzen. Es ist so, dass wir dieses Jahr, was vorher schon angesprochen, eine Evakuierungsübung gemacht haben, im Sommer bei uns auf der Bundesstraße 3. Das ist einigermaßen vielbefahrene Straße in der Rheinebene. Wir haben etwas über 100 Fahrzeuge. Wir haben über 2 Stunden gebraucht, die Bundesstraße war zu. Und dann erzählen sie uns, dass man hier ganze Landstriche evakuieren kann. Haben wir auch einen Gruß und der geht so, wir rufen abschalten! Jetzt! Abschalten! Jetzt! Abschalten! Jetzt! Abschalten! Jetzt! Und jetzt unsere Freunde aus dem Elsass, Fermo! Fessenheim! Fermo! Fessenheim! Fermo! Fessenheim! Fermo! Fessenheim! Also wir wollen es auch nicht in die Länge ziehen. Was ich euch noch sagen will, am 9. März, am 3. Fukushima-Tag oder kurz vor dem 3. Fukushima-Tag gibt es bei uns in Fessenheim eine riesige Demo. Fessenheim ist ein Symbol. Fessenheim ist zum einen ein Symbol für Atomkraft, dann ist ein Symbol für Europa. Es steht an der Grenze, es steht genau am Rhein zwischen Deutschland und Frankreich und wir im Dreieckland.
Wir machen die deutsch-französische Freundschaft von der Basis her und kämpfen gemeinsam seit Jahren gegen Wien und jetzt gegen Fessenheim. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Gary Schwenk und Hans-Peter Engler, und wir wünschen euch und uns allen viel Erfolg bei euren Bemühungen. Und nun kommt Musik nicht von der Konserve, sondern ganz lebendig auf die Bühne. Begrüßt unsere Musikgruppe, Niederbudive, Stuttgart und Kapelle Repada.